Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem mehr oder weniger Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den DIY-Kult-Beauty-Adventskalender. Der befindet sich hier drin. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Lassen wir mal die Kirche im Dorf. Ein richtiger Adventskalender ist das tatsächlich nicht. Das ist eine Goodie-Bag, die man gratis dazu bekommen hat, wenn man bei Cult Beauty etwas für, ich glaube, 205 Euro bestellt hat. Und diese Bag enthält 25 Produkte im Wert von 510 Euro. Und ich habe mir gedacht, das wäre eigentlich eine ganz coole Geschichte gewesen, wenn man halt diese Aktion mitgemacht hat und das dann einfach als Adventskalender für sich selber nimmt. Oder wenn man halt den Freund oder wen auch immer darum bittet, das in kleine Päckchen zu packen, damit man halt einen Adventskalender hat, oder? Weil 25 ist für mich immer so eine Indikation für, hey, das ist ein Adventskalender. Ja, und wenn du Bock drauf hast, dann habe ich eben schon gesagt, gucken wir mal rein, ne? Also im Prinzip habe ich bei Cult Beauty einfach eingekauft, habe mir zwei Produkte gekauft, tatsächlich im Wert von insgesamt 205 Euro. Ich hatte irgendwie einen Gutscheincode und ich habe auch irgendwie rabattmäßig irgendwas shoppen können. Oder hatte ich überhaupt keinen Gutscheincode? Ich weiß es nicht. Ich trage heute auf meinen Augen die Anastasia Beverly Hills oder ABH Novena Pro Pigment 3 Palette. Und das habe ich deswegen gemacht, weil ich mir die Pro Pigment 1 Palette gekauft habe. Das ist diese hier. Die Mini-Palette, ne? Ich habe jetzt hier die grüne Variante drauf und das hier ist dann einfach die lila Variante. Und die wollte ich sowieso schon länger mal haben, weil ich die hier ja neu habe und auch schon ein paar Mal verwendet habe und die super gut finde. Und die war jetzt im Sale, deswegen habe ich mir die dort bestellt. Und was ich halt wirklich unbedingt mal haben wollte, ist ein Pinselset von Zoeva. Da habe ich die Pinsel jetzt auch mal ausgepackt. Kann ich euch mal in der Infobox verlinken. Das ist, upsala, dieser Gürtel mit diesen 5 Milliarden Pinseln. Ich glaube, da sind 25, 26 Pinsel drin. Habe ich mir auf jeden Fall gegönnt. Ist super, super teuer. Aber wie die liebe Nathalie Nordbeauty halt immer zu sagen pflegt, super wichtig bei einem guten Make-up sind halt gute Pinsel. Und da hat sie vollkommen recht. Und ich wollte mir einfach mal anschauen, wie die so sind. Natürlich habe ich hier auch die, diese Gürteltasche mit dabei, aber die werde ich so, glaube ich, nicht verwenden. Ich weiß es halt noch nicht, weil ich die für mich einfach... Irgendwie, ich brauche sie ja eigentlich nicht. Ich habe hier immer meinen Kram, aber wenn ich zum Beispiel mal Freundin schminken würde. Aber dieser Vorspann ist schon ziemlich lange. Man hat halt, wie gesagt, diese Cult Beauty Beauty Bag dazu gekriegt. Man konnte auch auf der Homepage sehen, welche Produkte da enthalten sind. Und ich habe auch bei Frankas Favorites, ich verlinke euch alle genannten Kanäle und so weiter hier im i oder unten in der Infobox und so, ne, habe ich schon gesehen, dass sie die auch schon ein paar Mal ausgepackt hat. Und ich war jedes Mal... ein bisschen verärgert, dass ich sie selber nicht ergattern konnte, ne? Und habe mir gedacht, ach Mensch, das nächste Mal, ne? Und ja, irgendwie hatte mir dann jemand bei Instagram, vielen, vielen Dank nochmal, den Link geschickt und gesagt, hey Claudi, es gibt die Beauty Bag. Und ich, yay, direkt auch bei Instagram geteilt, auch eben gezeigt, ne? Eduard P, Claudia rückwärts und P dahinter, so heiße ich bei Instagram. Genau, jo. Und dann habe ich mir da mein Pinselset, was ich schon lange im Auge hatte, was jetzt ein bisschen teurer war, als wenn ich es bei Douglas oder so bestellt hätte, bestellt zusammen mit der Palette. Aber ganz ehrlich, ich bekomme ja eine Beauty Bag im Wert von 510 Euro mit dabei. Also von daher war das für mich in Ordnung. Es wird übrigens auch eine Verlosung geben, ne? Also in diesem Video verlose ich auch wieder 5 Produkte. Aber ich würde sagen, jetzt nach 4 Minuten Vorspann schauen wir uns mal an, was drin ist. Und zwar habe ich hier zuallererst, ich ziehe es jetzt einfach mal so raus, ne? Four Sigmatic Serum with Reishi Glow 29,6 Milliliter. This is everyday magic. Okay, das ist Alltagsmagie. You are glowing. Apply 2 pumps twice daily to face and neck after cleansing and toning. Also guten Ton, Gesichtsserum machst du immer, nachdem du dein Gesicht gereinigt und getont hast drauf. Ein Toner ist ja dafür da, um dir den pH-Wert den pH-Wert der Haut wieder etwas zu neutralisieren und das Gesicht auf die Pflege vorzubereiten. Und ich verhaspel mich jetzt schon, ne? Ich bin so aufgeregt, ne? Ich habe zwar gesehen, was drin ist, aber jetzt die Produkte in den Händen zu halten, ist nochmal eine ganz andere Kiste. Glow Day and Night und ja, das ist aus natürlichen Quellen und man macht sich das einfach unter die Feuchtigkeitscreme. Ich brauche eine Schere. Macht ihr auch solche Verpackungen immer auf der falschen Seite auf? Das ist großartig. Also solche Seren sehen jetzt nicht super spektakulär aus, finde ich. Also meine Meinung, ne? Das ist halt dann meistens so eine dunkle Glasflasche, damit das Serum halt jetzt nicht irgendwie sich verfärbt oder kippt oder sowas. Und das ist halt mit einem Pumpspender und ich bin halt wirklich super gespannt drauf, ne? So, dann ziehe ich mal das zweite Produkt raus und hier haben wir von
Kate Somerville Skin Health Experts Exfolicate Intensive Exfoliating Treatment. Also das ist ein Gesichtspeeling mit 7,5 Millilitern und das ist ein 2-Minuten Pflegegedönsen. Okay, das ist mit Fruchtsäure und mit Enzymen und das macht dir eine weichere, strahlendere und gesünder aussehendere Haut. Und ich habe Angst vor sowas. Ihr schreibt mir immer wieder, dass ich sowas mal verwenden soll, weil das toll sein soll. Aber ich habe Angst vor Fruchtsäure-Peelings. Ein Enzympeeling habe ich ja schon von Dalton einmal ausgetestet. Das fand ich okay. Das hat meine Haut jetzt nicht irgendwie gereizt oder sowas, ne? Deswegen, da das halt auch wieder mit einem Stoff ist, den ich schon mal kennengelernt habe, habe ich da, glaube ich, gar nicht so ultimativ große Angst vor. Na, vielleicht können wir uns anfreunden. Hm? Kate Somerville, was meinst du? Werden wir Freunde? Dann greife ich hier noch ein bisschen rein. Von Honest Beauty, cool. Die Marke finde ich interessant. Das habe ich, glaube ich, auf Douglas auch schon gesehen. Und auch auf Beauty Bay, dass es die Marke gibt. Glaube ich, war das Beauty Bay? Lip Crayon Demi Matt. Und da sind 3 Gramm drin in der Farbe Marsala. Da kriege ich echt Hunger auf Chicken Masala. Heißt das so? Hühnchen Masala? Chicken Masala? Ja, ne? Und jetzt gucke ich mir das mal an. Also es ist halt ein Move-Ton. Leute, ich habe mittlerweile so viele Move-Töne. Aber da bin ich selber mit bei. Das soll eine Marke sein, soweit ich das weiß, die halt wirklich wenig Inhaltsstoff oder natürliche Inhaltsstoffe hat. Ich weiß das gar nicht. Irgendwie so habe ich das auf jeden Fall im Kopf. The Honest Co. Ja, sagt, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall hier dieser Lippenstift. Und das ist halt auch eine Full-Size, ne? Sieht richtig schön aus. Komm, den behalte ich auch. Ja, ich habe ja irgendwas von wenig und natürliche Inhaltsstoffe gesagt. Ja, das ist halt echt ein schöner, ne? Rosenholz-Mauve-Gedönsen-Ton. Mag ich gerne. Fühlt sich sehr, 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 sehr weich auf der Haut an. Schön. Kommen wir zu Produkt Nummer 4. Also wie man sich das dann entsprechend dann selber packen kann, muss man halt selber schauen. Das ist von Beauty Resurfacing Compound. 10 Milliliter. Kenne ich nicht. Sagt mir nichts. You Beauty. Das soll entsprechend deine Poren verfeinern und in nur 3 bis 6 Tagen soll alles schöner werden. Die Haut wird wieder strahlender gemacht, dunkle Punkte, Dark Spots werden weggemacht, feine Linien werden weggemacht, Fältchen werden weggemacht. Aha. Ja, das kann definitiv ein Augenprodukt sein von der Größe her, ne? 10 Milliliter. Normalerweise hast du ja so 15 oder 20 Milliliter in der Augencreme drin. Aber 10 Milliliter ist gut zum Testen, ob man das halt auch verträgt. Kommen wir zum 5. Produkt. Ich wühle hier auch so ein bisschen drin, dass ich so ein bisschen auch eine, ne, durchgemischte Geschichte kriege. Bei Terry, da habe ich mir heute den Adventskalender übrigens bestellt, bei Lookfantastic, weil da der Code ging und irgendwie konnte ich 10% sparen mit dem Code... Fantastisch, glaube ich. Baume de Rose, Le Masque Teint de Rose. Eine Hydrating Rose Mask mit 25 Gramm. Das ist eine zweigeteilte Tuchmaske mit Rose. Und ich liebe Rose. Rose ist toll. Das ist bestimmt total teuer. Und ja, das soll Feuchtigkeit spenden. Und das finde ich gut. Das 6. Produkt ist von der Marke Würst. The Shortcut Overnight Face Peel. Facial Peel. 15 Milliliter. Okay, das soll dir dann... Oh, guck mal, das kommt aus Marburg, Deutschland, RP, Cosichem AG. Aha, ja, ein Overnight-Gesichtspeeling. Ja, ich habe Angst vor sowas. Ich habe immer Angst, dass ich dann morgens aufwache und einfach kein Gesicht mehr habe, so nach dem Motto. Das ist ganz, Gesicht und Hals. 2 bis 3 Nächte pro Woche machst du dir das drauf. Das Vitamin A, Vitamin E, das... funktioniert halt, während du schläfst und soll die Haut entsprechend, ich sage sehr oft entsprechend, wenn ich nachdenken muss, es tut mir leid, verfeinern und tonen, okay. Und hier haben wir auch wieder ganz tolle Nicht-Inhaltsstoffe, also keine Parabene, keine Silikone, keine Sulfate, keine Formaldehyde, kein Petroleum, okay, keine Mineralöle, es ist vegan, tierversuchsfrei, Parfümstoff, und dye-free, D-Y-E, aber ich weiß jetzt gerade nicht, was dye heißt, aber das ist halt frei davon. Das ist halt so ein kleines Tübchen. Aha, habe ich Angst vor.
Kommen wir zum nächsten Produkt und da haben wir eine Tasche in der Tasche, ist aber das 25. Produkt und das ist eine Cult Beauty Beauty Tasche. Finde ich eigentlich ganz süß, ne? Da kannst du entweder deine ganzen Produkte reinmachen oder du benutzt es so als Kosmetiktäschchen. Finde ich ganz cool, aber ich denke, dass ich das halt als einen Teil der Verlosung nehmen werde, weil ich da halt schon sehr, sehr viele von habe. Für mich ist es eigentlich ganz praktisch, dass ich das als Verlosungstäschchen nehmen kann, solche Geschichten. Oder wenn ich Tauschpakete mache oder so, ne? Oder wenn Freunde halt was von mir bekommen, dann kriegen die auch immer ein Täschchen. Hier haben wir auch wieder so ein Sachet. Wonder oder Wonder Beauty Baggage Claim Gold Eye Masks. Okay, hier haben wir so Augenpatches mit 4 Gramm. Also 2 Stück müssten dann einfach hier drin sein. Ja, also ich habe tatsächlich mittlerweile umgestellt, dass ich halt nur noch diese Pöttchen habe, wo ich so 60 Stück drin habe für 30 Mal. Ist nachhaltiger, weil hier hast du halt immer so Müll, ne? Und das ist mit Aloe Vera Blattsaft, mit Calendula Extrakt und mit Camu Camu Extrakt. Soll schön werden, die Augenpartie. Also ganz schön viele Sachen sind hier drin, das finde ich toll. Dr. Barbara Sturm, super teure Marke, haben wir. Ich weiß nicht, in welchem Adventskalender das letztens vorgestellt wurde. Da war das auch irgendwo in der 24, also nicht in einem, den ich aufgemacht habe, weil so teure Adventskalender kaufe ich nun doch nicht. Das ist eine Gesichtscreme und Made in Germany, sehr schön. 20 Milliliter sind hier enthalten. Jo, ne? Eine sehr hochpreisige Gesichtscreme. Nett. Hier steht aber nicht drauf, was sie machen soll. Es soll einfach nur eine Gesichtscreme sein. Hier haben wir eine kleine Geschichte, aber das heißt ja nichts. Charlotte Tilbury. Pillow Talk Diamonds Glossy Star Lit Sparkling Lip Lux. 1,8 Gramm. Den habe ich tatsächlich noch nicht. Ich habe ja den, die Charlotte Tilbury, ihr Schmuckkästchen habe ich auch gemacht, ne? Charlottes Schmuckkästchen. Und da hatte ich auch einige Produkte drin, unter anderem auch den Pillow Talk Lippenstift und den Lip Liner. Und hier habe ich jetzt so ein Lippenprodukt. Ich weiß nicht, das ist so ein Hochdrehvieh. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt. Ich würde sagen, das ist ein Lip-Topper. Ne? Also wenn man dann so diesen Pillow Talk drauf hat, dass man den nochmal drüber macht, um das Ganze noch ein bisschen strahlender zu bekommen. Also im Prinzip ist es einfach nur Glitzerkram. Wenn man das mal so neben dem, ne, von Honest Beauty sieht, ist es wirklich nur Glitzerkram. Ja, finde ich aber eigentlich ganz schön. Also wenn ich den jetzt über den von Honest Beauty so ein bisschen drüber mache, vermischt sich das natürlich ein Stück weit. Oh, jetzt vermischt sich das wirklich sehr, ne? Das habe ich jetzt an dem unteren Part mal gemacht. Das sieht schon sehr, sehr schön aus. Das macht die ganze Geschichte natürlich glitzernd. Ja, und das hat so goldene und rosane Glitzerpartikel mit drin. Das sieht schon schön aus. Also da kann ich mir auch gut vorstellen, das einfach auch so zu tragen. Habe ich Bock drauf. Hier haben wir ein, 15 Pfund Gutschein to spend on the world's best beauty products. Genau, und das gilt auf die komplette Cult Beauty Homepage. Das kann auch sehr gut sein, ja. Den werde ich euch auch mit in die Tasche packen. Also das sind dann 2 von 5 Produkten, die ihr auf jeden Fall gewinnen könnt. Ich finde 15 Pfund ist gar nicht mal so wenig. Das dürften auch so, ich weiß nicht, 18 Euro, 20 Euro oder so den Dreh sein. Deswegen ist doch cool. So, und das ist hier immer noch sehr, sehr voll. Hier haben wir eine Mascara und da freue ich mich tierisch drüber, denn meine ist leer. Von IT Cosmetics die Superhero Mascara, Elastic Strength Volumizing Mascara. Ich wurde tatsächlich letztens gefragt, ob ich meine Lieblingsmascaren vorstellen kann, möchte, werde, wie auch immer. Und das ist halt eine von meinen Lieblingsmascaren. Da habe ich gedacht, ja, würde ich schon ganz gerne machen, aber ich habe sie halt alle nicht, ich habe nicht mehr alle da von denen, die halt meine Lieblingsmascaren sind. Die müsste ich mir dann alle kaufen, aber hier haben wir schon mal eine, die den Anfang davon macht. Genau. Ich hatte die tatsächlich, als ich bei IT Cosmetics mal bestellt habe, auch gratis mit dazu bekommen. Die hat ein kegelförmiges Kunsthaarbürstchen und die macht dir echt wundervolle Wimpern. Die macht wirklich Volumen, Länge, Schwung und das sieht echt toll aus, ne? Ja, riecht nicht so geil, aber wer riecht schon an Mascaren, Leute? Ne? Das mache ja irgendwie nur ich. Das ist halt immer so ein Freak-Ding. Als nächstes habe ich hier etwas drin von Lala Retro Whipped Cream Creme Fouetté Facial Moisturizer. Ich weiß aber nicht, von welcher Marke. Oh, Drunk Elephant. Ja, wie cool. 5 Milliliter. Das ist ja so eine mega gehypte Marke aktuell. Das finde ich interessant. Ich glaube, die werde ich dann auch mal ausprobieren. Vielleicht als Nachtcreme oder so. Die ist, ne, die riecht nach nichts. Ich denke, die wird auch parfümstofffrei sein. Die ist ja auch, glaube ich, neu bei Douglas. Ich weiß das gar nicht. Ja, und das machst du einfach auf dein getrocknetes und auf dein gereinigtes und trockenes Gesicht, Hals und Dekolleté. Ja, läuft. Drunk Elephant. Cool.
Als nächstes haben wir Living Proof Hair Mask Treatment. Oh, das macht den Frizz weg. Intense Moisture Mask. Das ist eine Feuchtigkeitsmaske für die Haare, denke ich mal, weil die Frizz wegmachen soll. Kann man jetzt aktuell gut gebrauchen. Ich meine, guckt euch meine Haare an, wie trocken die jetzt wirklich sind. Ne? Das liegt daran, dass ich jetzt, dass wir jetzt irgendwie gerade 7 Uhr haben abends und ich seit 13 Stunden auf den Beinen bin. Um 6 Uhr bin ich aufgestanden und seitdem halt meinen Bommel trage, mehr oder weniger, und die eben halt jetzt nur fürs Video kurz mal aufgemacht habe, und deswegen, da ich habe vorher nicht irgendwie einen Klimbim reingemacht, aber die sind schon sehr, sehr trocken und auch sehr, sehr frizzig, muss ich sagen. Das ist halt jetzt gerade die Zeit. Hier sind 30 Milliliter drin und da kann man halt so feuchtigkeitsspendende Geschichten für die Haare auch sehr gut gebrauchen. Das nächste Produkt ist Supergoop Unseen Sunscreen. Mit Lichtschutzfaktor 30, wasserfest, 15 Milliliter sind hier enthalten. Ich hätte jetzt mal vermutet, aufgrund der Größe, ist das hier nicht unbedingt für den Körper, sondern für das Gesicht. Hätte ich jetzt tatsächlich gesagt. Das ist farblos, geruchslos, das ist, ja, das, that acts as a Make-up Primer. Du kannst es auch wirklich unter dem Make-up tragen und das kannst du nicht bei vielen machen, weil die vielleicht zu ölig sind oder so. Ich habe aktuell eine von Dalton bei mir stehen mit Lichtschutzfaktor 50 plus, die ich wirklich auch jeden Morgen, auch im Winter, im Herbst, jede Jahreszeit immer über meine Gesichtscreme nochmal drüber gebe, einfach damit ich vor der Sonne geschützt bin. Denn die Sonne ist das Ding, was dich am meisten altern lässt. Ist tatsächlich so. Und deswegen, ja, wenn man sich dann mit einer Schicht Creme irgendwie dagegen schützen kann, warum eigentlich nicht? Ne? Genau, und das hier wird dann wahrscheinlich einfach mal der Nachfolger werden. Cool. Und vor allem, dass es geruchslos sein soll und dass es auch wirklich dann nicht weißelt oder so, das finde ich toll. So, hier haben wir The Inky List Tranexamic Acid Night Treatment. Noch so ein Säure-Geding vor allem. Säure-Ding für die Nacht. Formulated for all. Best for normal skin. Reduce hyperpigmentation. Okay, ich habe jetzt keine Pigmentflecken. Das sind 30 Milliliter hier drin. Jo. Und das machst du dann nach dem ganzen Klimbim, was du abends gemacht hast, on top. Das ist dann das Letzte, was du dir quasi drauf machen sollst. Auf die ganz normale, gereinigte Haut. Ich habe halt keine Hyperpigmentation. Tatsächlich. Deswegen ist es kein Produkt für mich. Und ich habe Angst vor Säure, wie man mittlerweile weiß. Okay, hier ist ein schweres, großes Produkt drin. Das hatten wir immer mal wieder als Goodie bei den Douglas-Bestellungen in ganz klein mit dabei. Und ich habe mich nie getraut, das zu verwenden, weil ich kein Fan von Nachtmasken war. Ich habe immer gesagt, ah, so diese, ne, abends drauf mach Masken ist nicht so meine Welt, denn ich bin Bauchschläfer und dann ist das alles im Kissen. Bis ich dann irgendwann mal von VT Cosmetics so ein bisschen was ausprobiert habe und gemerkt habe, dass ich tatsächlich nicht mein ganzes Kissen zucreme damit, sondern dass es ja auch über die Zeit einzieht und es ist eigentlich ganz normal wie eine Gesichtscreme zu nehmen ist. Und deswegen werde ich die hier tatsächlich auch in nächster Zeit verwenden. Glow Recipe oder Glow Recipe. Das ist die Watermelon Glow Sleeping Mask und ja, eine ganz normale Nachtmaske für strahlende Glow und weiche Haut mit 30 Millilitern. Die hört sich auf jeden Fall so an, als würde sie mir tierisch gefallen. Und ich liebe diesen Tiegel. Ich habe den so oft schon online gesehen und mir gedacht, oh, ist der schön. Und Wassermelone und ich, wir sind so. Und ich muss es einfach mal in die Hand nehmen. Ich habe jetzt aktuell noch eine feste Nachtcreme bei mir stehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich das vielleicht einfach mal so im Wechsel verwende. Guckt euch an, wie schön dieser Tiegel aussieht. Oh mein Gott, das ist Glas. Es ist super schwer. Es sieht total hübsch aus. Es ist rosa. Und ja, es gefällt mir. Das scheint auch sehr, sehr gelig tatsächlich zu sein. Also wenn ich das jetzt so mal so ein bisschen hin und her bewege, sieht man ja auch, wie dieser Flüssigkeitsstand in dem Tiegel sich verändert, ne? Cool. Ich will es riechen. Oh, Wassermelone. Das ist wirklich Wassermelone. Das ist nicht Honigmelone, das ist wirklich Wassermelone. Och, ich das gut. Zimmer riech. Das sieht auch sehr, sehr flabberig, gelig aus. So flüssig aber auch, ne? Mega interessant. Also die wird auf jeden Fall jetzt bei mir ins Badezimmer wandern. Und dann benutze ich die beiden einfach im Wechsel. Das ist, glaube ich, auch ganz witzig. Das finde ich schön. Also das freut mich gerade sehr. Ich hatte ganz vergessen, dass sie mit drin ist, ne? Yay. Also wer denken würde, der Sack wäre leer, der irrt sich. Ich habe hier noch eine Maske drin. Noch eine? Ja, wir hatten schon eine Maske. Genau. Sweet Chef Ginger and Vitamin C Fresh Pressed Sheet Mask. Okay. Brightens Dark Spots and Uneven Tone. Und das ist einfach eine Gesichtsmaske. Die sieht ziemlich cool aus, ne? Die sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Also wie so ein, ne, so ein Glas und dann so ein Ingwerstück drin. Oder wie so ein
O-Saft-Glas und dann Ingwer mit drin. Sehr interessant. Ich habe ja wirklich Angst vor Vitamin C, aber vielleicht kann ich tatsächlich mal versuchen, eine Maske mit Vitamin C zu verwenden. Hm? Vielleicht mache ich mir die heute Abend auch drauf, was ich alles heute Abend drauf machen will, ne? Ja, 15 bis 20 Minuten lässt du die drauf und dann machst du dir den Rest einfach weg. Sehr interessant. Also hier sind wirklich Produkte drin, die ich auch richtig cool finde. Und ich denke, dass es mit dieser Idee Adventskalender gar nicht so verkehrt ist, oder? Der Kult Beauty DIY Adventskalender für Umme? Nice. Nenne ich so mein Video? Das wäre Hardcore-Clickbait, oder? Okay, Fresh Rose Face Mask. Ey, jetzt haben wir hier voll die Ader zu Gesichtsmasken. Super geil, 15 Milliliter. Oh, infused with real rose petals, soothes and tones. Also das ist wirklich mit Rosenpetals, sind Petalsblüten. Und das soll weich machen und tonisieren. Das ist so schön. 5 bis 10 Minuten machst du es einfach nur drauf. Avoid the eye and mouth area. Ja gut, die lasse ich sowieso immer aus. Ach Gottchen, ich hatte so vergessen, was für geile Produkte da drin sind. Also ein Produkt habe ich noch im Hinterkopf, was ich auch gleich irgendwann mal rausziehen werde. Aber diese Masken, die feiere ich ja schön. Ja, das ist das Produkt, an das ich mich auf jeden Fall erinnern kann. Und zwar von Huda Beauty, die Emerald Obsessions Palette. Das ist diese hier. Und ich habe ja die Ruby Obsessions schon da. Das ist ja diese Edelstein-Kollektion. Und diese Emerald Obsessions, ich finde die einfach auch sehr, 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 sehr interessant. Also, ne? Nicht so geil, muss ich gestehen, wie die von Anastasia Beverly Hills Norvina, weil da habe ich mir jetzt hier ja auf dem Augengedünsten habe ich ja auch diese grüne drauf. Die ist, dürfte dann sehr, sehr ähnlich sein, wobei wir hier auch deutlich mehr Schimmertöne drin haben. In der Norvina hatte ich jetzt 2 Schimmertöne drin, was für meine Verhältnisse immer ein bisschen wenig ist, ne, aber auch 9 Töne. Dafür dann aber deutlich bunter. Und hier sind wir wirklich sehr im erdigen und grünen Bereich. Und die Palette sieht referenzmäßig dann so aus. Ich finde das schon schön, was da auf meiner Hand abgeht. Also das ist schon eine ganz schöne Geschichte. Wobei die nicht so intensiv ist wie die Norvina Palette tatsächlich. Also die ließ sich auch super einfach verarbeiten. Ne? Die habe ich ruckzuck. Ich habe, glaube ich, den Look in 10 Minuten mal eben so geschminkt für mich hier. So ein typischer Feierabend-Claudi-Look. Ne? Aber die finde ich interessant, definitiv. Es ist immer noch nicht leer, das Beutelding, ne? Wahnsinn. Okay, hier haben wir drin von Oskia London, das ist auch wieder eine Maske, Renaissance Mask, Nutri-Active Brightening and Resurfacing Mask. Ich denke mir immer, wie soll mir das denn ein anderes Gesicht machen? Eine Erneuerung der Oberfläche quasi. 15 Milliliter sind hier enthalten und das machst du dir einfach auf dein Gesicht. 10 bis 15 Minuten lässt du es drauf und dann kannst du es abwaschen. Das ist auch wieder ein Pöttchen. Ich mag eigentlich mittlerweile diese Crememasken deutlich lieber in den kleinen Pöttchen, weil die einfach, ich weiß nicht, nachhaltiger sind. Man kann besser dosieren, wie viel man selber verwenden will. Und deswegen finde ich das total klasse, dass die auch immer mehr mit diesen Pöttchen auch rauskommen, ne? Und auch immer mehr solche Geschichten in die Adventskalender packen. Selbst wenn du so 5 Milliliter Masken hast, packen die manchmal sogar in kleine Tübchen und das finde ich richtig klasse, weil du kommst damit einfach länger hin. Oh, guck mal, das ist Clean Beauty, das wusste ich auch nicht. Ah, schau an, das ist mit AHA und Enzyme. Ah, guck mal, das ist eine Maske. Man kennt ja diese Fruchtsäure-Peelings und Enzym-Peelings, haben wir auch schon hier gehabt. Und das hier ist dann quasi eine richtige Maske dafür. Puh, das lässt du dann richtig, deswegen kriegst du da auch ein neues Gesicht durch, ne? Ich habe Angst vor dir. Aber Enzyme, wie gesagt, habe ich ja schon kennengelernt. Hier habe ich von Dr. Dennis Groß ein Stress SOS Eye Cream Gedöns mit 5 Millilitern. Und ja, das kann ich auch aktuell sehr gut gebrauchen, denn ja, ich habe genug Stress aktuell auf der Arbeit. Natürlich auch hier tatsächlich, tut mir leid, durch die ganzen Adventskalender. Es ist nicht wenig Stress, was ich hier aktuell durchmachen muss. Nein, ich kriege das schon hin. Wenn es mir zu viel Stress werden würde, würde ich auch einen Gang runterschalten. Ne? Aber ja, hier haben wir dann auch ein Augenprodukt wieder drin. Also wir haben hier geilere Produkte drin als in manch einem Adventskalender, muss ich sagen. Natürlich habe ich in dem Online-Shop, ich komme jetzt schon zum Fazit, ne? Natürlich habe ich in dem Online-Shop vorher für über 200 Euro eingekauft, aber dafür habe ich die ganzen Produkte umgekriegt. Ist voll heftig. Haftig vor allem. Okay, hier habe ich das nächste Produkt. Das ist von NCLA. NC Los Angeles Treatments So Rich Vitamin E Infused Cuticle Oil. Das ist ein Nagelhautöl. Und hier sind 13,3 Milliliter drin. Ja, sowas mag ich ja auch ganz gerne, dass ich mir das auf die Fußnägel drauf mache, abends vorm Schlafen gehen.
Dann setze ich mich immer in mein Bett und klappe die Bettdecke noch zurück. Das ist immer so ein Abendritual, ne? Dann kriegt Sammy ab und an dann auch immer Leckerlis, dann während ich dann so meine Nachtroutine tatsächlich durchziehe. Ich habe ja eine Morgenroutine, eine Abendroutine und eine Nachtroutine. Und genau, dann mache ich mir auch immer Nagelöl drauf. Und das soll halt explizit für die Nagelhaut sein. Musste ich auch erst lernen, dass Cuticle Nagelhaut heißt. Das wusste ich auch eine Zeit lang nicht. Genau, ja, finde ich aber ganz nett sowas. Vor allem denkt man erst, wenn man es rausnimmt, das wäre jetzt irgendwie so ein Parfum oder sowas. Hier haben wir drin von Glow Recipe 4 ml von dem Pineapple Sea Bright Serum Brightening and Smoothing. Ja, das ist jetzt eine etwas kleinere Größe, finde ich jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, weil ich denke, das wird auch recht hochpreisig sein. Und das ist eine Testgeschichte. Hier haben wir mal wieder Pineapple Sea, das heißt Pineapple ist Ananas. Das heißt, Vitamin C haben wir hier mit bei. Und ist das nicht eine unfassbar süße Serumverpackung? Allein dieses Ananasgelb finde ich schon mal richtig hardcore. Man könnte auch Pipi-Gelb dazu sagen, wie man mag. Ja, finde ich aber schön gestaltet auf jeden Fall. Aber wie gesagt, Vitamin C, ich habe da Angst vor. Wobei 4 ml dann auch wieder so eine gute Geschichte für mich zum Testen wären. Ne? Ich habe auch aktuell in Anwendung von Tarte dieses Maracuja-Öl. Und da ist ja auch Vitamin C drin. Das tut meine Haut so weit so gut. Auch wenn ich sagen muss, dass meine Haut so ein bisschen... Ich weiß nicht, es fühlt sich an wie die Ruhe vor dem Sturm. Also ich habe hier auf jeden Fall genau unter meinem Auge, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, so einen dunklen Punkt. Ne? Das ist ein übergeschminktes Ding, was aussieht wie ein Mückenstich. Aber ich glaube, das ist irgendwie eine Reaktion mit diesem Maracuja-Öl. Ich weiß es nicht. Ich habe da ein bisschen Bedenken. Deswegen weiß ich nicht, ob das bei mir bleiben wird. Kommen wir zu dem letzten Produkt in dieser wunderschönen Tasche. Ich weiß nicht, die Tasche gehört, glaube ich, nicht zu den 25 Produkten. Und hier haben wir von Iconic London das Triple Thread Mascara mit 9 Millilitern drin. Yay, wir haben eine Mascara. Das finde ich cool, Leute. Iconic. Das hatten wir auch öfter schon mal so Pöttchen in der Glossybox zum Beispiel drin, so als Jelly Highlighter oder so, ne? Aber jetzt haben wir mal ein sinnvolles Produkt von Iconic mit dabei. Das hört sich jetzt böse an, aber das ist eine Mascara. Ja. Zweite Mascara in der Box. Ach, du ahnst es nicht. Was ist das denn? Das ist ein, ich nenne es jetzt einfach mal Hardcore-Gummibürstchen, denn so kurze Borsten habe ich noch nicht gesehen. Das ist ja fast nicht vorhanden. Was ist das? Wahnsinn. Da bin ich echt gespannt, ne? Weil das schreit für mich so ein bisschen nach, ich verklebe deine Wimpern. Die riecht tatsächlich besser als die Superhero-Mascara von It Cosmetics. Die riecht wirklich ganz gut. Die sagt nicht, was sie machen will. Das war er nun, der Cult Beauty DIY Adventskalender. Ich mache extra nochmal diese Anführungsstriche, weil das ist natürlich kein richtiger Adventskalender, ne? Ja, also ich muss sagen, dass ich diese Tasche unfassbar geil finde. Zum Wert kann ich nur sagen, bombastisch, weil das ist natürlich 100% Gewinn dabei. Wenn man jetzt natürlich bedenkt, ich habe für das Pinselset jetzt irgendwie 30 Euro mehr ausgegeben, als ich das woanders machen würde, dann habe ich natürlich für die Produkte 30 Euro bezahlt. Kann man sich natürlich rechnen, wie man möchte, aber für mich hat sich das voll gelohnt. Ich meine, wir reden hier von 510 Euro Warenwert, die ausgerufen wurden, die ich selbstverständlich nachgerechnet habe, um zu schauen, ob das wirklich stimmt. Aber ist schon krass, dass sowas überhaupt angeboten wird, oder? Das hat man nicht bei so vielen Homepages. Ist natürlich ein hoher Wert, den man dafür ausgeben muss, aber ich finde es krass. Diese 5 Produkte werde ich euch in die Verlosung packen und ich beginne mit dem Täschchen von Cult Beauty, was ich natürlich eben auch schon angesprochen habe. Das ist von innen sehr, sehr hübsch, sieht ein bisschen aus wie die Huda Beauty Ruby Obsessions von der Verpackung her, um ehrlich zu sein. Da musste ich eben direkt dran denken. Dann packe ich euch hier den Code mit 15 Pfund rein, was ungefähr 20 Euro sind. Dann von Wonder Beauty die Augenpatches kommen mit rein. Dann packe ich euch von Glow Recipe das Vitamin C oder Pineapple C Serum mit rein. Und last but not least von Wurst das Overnight Facial Peel Produkt. Alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da einfach mal vorbei. Und das war's mit meinem Video. Und wenn es dir gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!